Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Im Islam werden für die Bestimmung der Gebets- und Fastenzeiten einfache Maße der Natur verwendet. Beispiele hierfür sind Anfang und Ende der Monate im islamischen Mondkalender, welche auf Sichtung der Mondsichel basieren. Darüber hinaus auch die Gebetszeiten, welche anhand des Sonnenstandes ermittelt werden. Besonders im heiligen Monat Ramadan wird den Gebetszeiten noch mehr Beachtung geschenkt. Deshalb werden wir uns nun einmal die Methode dieser Berechnung anschauen. Morgendämmerung. Die Zeit für das Morgengebet beginnt mit dem Eintritt der Morgendämmerung. Die Morgendämmerung wird durch die Beobachtungen der ersten Helligkeit in der Dunkelheit bestimmt. Dies geschieht bereits, während die Sonne noch unter dem Horizont steht. Anhand der Beobachtungen von Geophysikern der Universität Teheran konnte untersucht werden, dass dieses Phänomen zu erkennen ist, wenn die Sonne 17,7 Grad unter dem Horizont steht. Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Bevor wir das Licht der Sonne erkennen können, hat es bereits die Erdatmosphäre durchquert und wird dort gebrochen, sodass es uns so erscheint, als ob die Sonne bereits am Himmel stehen würde. Zusammenfassend kann man also sagen, dass durch die Lichtbrechung die tatsächliche Höhe der Sonne nicht zu erkennen ist. Um also die tatsächliche Höhe der Sonne ermitteln zu können, muss die genaue Menge der Lichtbrechung bei der Berechnung berücksichtigt werden. Mittag. Die Zeit des Mittaggebets ist dann erreicht, wenn entweder die Sonne ihren höchsten Stand am Himmel erreicht hat oder, wie wir anhand dieses Beispiels sehen, der Stock seinen kleinsten Schatten wirft. Aus astronomischer Sicht können sich die Ergebnisse dieser beiden Methoden nur um wenige Sekunden unterscheiden. Maghrib. Die Ermittlung des sogenannten Maghrib ist Voraussetzung, um die richtige Zeit für das Abendgebet bestimmen zu können. Die Zeit für Maghrib ist, wenn die Rötung am östlichen Horizont erlischt. Die Rötung am östlichen Horizont ist ein rotes Band, welches nach dem Sonnenuntergang am Horizont zu erkennen ist. Dadurch, dass das Sonnenlicht an der Erdoberfläche reflektiert wird, erscheint am Himmel diese Rötung. Aufgrund der Beobachtung des Institutes für Geophysik der Universität Teheran in den letzten Jahren beginnt die Zeit des Maghrib, wenn die Sonne 4,5 Grad unterhalb des Horizonts liegt. Islamische Mitternacht. Die Mitternacht nach islamischer Rechtsfindung liegt genau zwischen der Morgendämmerung und dem Sonnenuntergang. Deshalb kann die Mitternacht des islamischen Rechtes kurze Zeit von der astronomischen Mitternacht abweichen. Zum Schluss ist es wichtig zu erwähnen, dass es heutzutage aufgrund von neuester Technologie keine Berechnungsschwierigkeiten gibt und es möglich ist, die Gebetszeiten auf die Sekunde genau zu berechnen. Luftfeuchtigkeit, Temperatur oder die geografische Lage wirken allerdings auf die Beobachtung der Phänomene. Daher wird bei der Berechnung auf die sekündliche Präzision verzichtet und auf die jeweilige Minutenanzahl gerundet. Die islamischen Zeiten hängen von der Stellung der Erde gegenüber der Sonne im Sonnensystem ab. Da diese während den vier Jahreszeiten variiert, ändern sich auch die Zeiten durch das Jahr hinweg. Produziert im Kunst- und Kulturzentrum Sayeno, im Auftrag des Islamischen Zentrum Hamburg.